Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge One Piece Treasure Cruise. Ja, was haben wir heute? Ups. Okay, Bruder. Wir haben heute das Card Game Collaboration Ticket Paket bekommen. Und kurzer Cut. Heute machen wir die auf. Wir haben 11 Tickets bekommen. Und ich zeige euch einfach mal, was wir daraus ziehen können. Genau hier. Die können wir hier rausziehen. Oh, stopp. Stopp! Oh. Ich sage euch jetzt, wen ich gerne haben möchte. Wenn wir hier irgendwas Sinnvolles, Gescheites rausziehen würden, hier eigentlich niemanden. Von hier unten sind alle kacke. Außer, wenn ich wirklich nehmen wollen würde, wäre von den älteren Units Shanks Crew, Onami, Dex Kaido, Stampede Ruffy natürlich, der Quick Kaido, der Quick Magellan. Ja, ansonsten von dem Limited Pool gibt's auch noch einige, und zwar Robin Jinbei würde ich nochmal nehmen, dann wäre die Rainbow. Dogs am Cat Viper nehme ich gerne. Oden nehme ich super gerne. Man kann Law daraus ziehen. Ich dachte, Law wäre eine super Sugo. Alright. Law würde ich auch gerne nehmen. Final Tap Kid. Ne, das ist Tandem Kid, gell? Tandem Kid. Sasaki würde ich nehmen. Husu würde ich nehmen. Ansonsten hier alle vom oberen Bereich. Iso hätte ich gerne. Robin Koala habe ich, Rainbow brauche ich nicht mehr. Kanjuro eigentlich nicht. Jo, eigentlich gibt's gar nicht so viele, die ich brauche und möchte. Aber egal, wir werden mal reinspringen. Ja, mal wieder One Piece Treasure Cruise seit, ich glaube, einer Woche oder zwei. Keine zwei Wochen. 8 Tage meinte ich. Seit einer Woche oder 8 Tagen. Oh, Husu, Rare Recruit, okay. Ist ganz nett. Ich erwarte jetzt hier überhaupt gar nichts von den Tickets, weil das sind halt nur random ass Forster Tickets und oben sind halt 1, 2, 3 Suko Tickets. Ja, deswegen einfach nicht so viel Hoffnung machen, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Friends. Ja, gerade kommt vermehrt Ninja Storm auf dem Kanal, aber das ist ja auch zu Recht, ne? Das Game ist im Hype, ich bin gehypt auf das Game. Ich bin einigermaßen in Ordnung in dem Game, deswegen kann ich einfach da raushauen. Ne? Deswegen hau ich einfach raus. Und ihr feiert das ja auch, ne? Guckt euch allein mal die Klicks an. Sehr, sehr geil, sehr, sehr gut. Macht es natürlich auch mega, mega Spaß. Deswegen, ja. Machen wir das natürlich auch weiter. In Zukunft. Aber jetzt erstmal ein bisschen One Piece Treasure Cruise. Ja, Ticket Opening. Ich habe schon mal ein Ticket Opening gemacht, wo wir nicht viel gezogen haben. Und jetzt nochmal. Man könnte hier gute Rare Recruits ziehen, aber ich denke mal nicht, dass wir hier gute Rare Recruits ziehen werden. Noch haben wir die Forster Tickets. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht aber auch nicht. Mal sehen. Ja. Bei Kizuna bin ich auch gerade dran. Ich habe 3 Skulls von Stampede Ruffy. Video zu Kizuna weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Und Showcase zu Stampede Ruffy kommt auf jeden Fall. Weil allein sein Artwork ist so geil und sie haben ihn so gut gemacht. Oder noch besser gemacht. Der war ja schon vorher nicht schlecht. Ah ja. Aber ja. Jetzt ist er halt noch besser. Und vor allen Dingen auf Level Limit Break 5 ist er ultra geil. Er ist ultra geil, ja. Deswegen hoffe ich mal, dass ich in Zukunft noch Dupes von ihm bekomme. Weil ich ihn irgendwann auch Level Limit Break 5 machen kann. Ansonsten sind wir jetzt schon mal den Sugo Fest Exclusive
Wir haben drei Sugo-Tickets. Ist das ein Sugo-Ticket? Nö. Okay, wir haben nur drei Sugo-Tickets. Mal sehen, was wir daraus ziehen. Das ist jetzt noch ein normales. Ja, die normalen haben nicht gegönnt. Logisch, irgendwie, keine Ahnung. Mal gucken, mal gucken. Jetzt haben wir die Sugo Rare Tickets. Ich habe euch ja gesagt, wen ich gerne haben möchte. Und einen von denen will ich heute auf jeden Fall nicht haben, weil es ist so unwahrscheinlich, dass wir einen bekommen. Mal gucken. Ja, solche Units werdet ihr ziehen. 1000 Jahre alter Sabo. Juckt halt nicht, überhaupt nicht. Ja. Ich hoffe, wir ziehen ja eine gute. Aber wenn wir hier keine gute ziehen, ist auch okay. Weil, ja, wie gesagt, man soll hier nichts erwarten, ne? Trash Boy. Oh mein Gott, Bro. Hier. Guckt euch mal diese Scheiße an. Das ist so ein Quark, solche Units. Oh, Junge, Junge, Alter. So, letzte Ticket. Mal sehen, was wir kriegen. Zack. Und jo. Drei sehr alte Sogo-Fest-Units, die richtig, richtig scheiße sind. Ah ja. Habt ihr irgendwas anderes erwartet? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr aus euren Tickets gezogen habt. Ja, ansonsten gibt's eigentlich nicht so viel zu sagen. Tickets waren Müll. Habe nichts anderes von den Tickets erwartet. Stampede Ruffy kann ich euch nochmal zeigen. Habe ich 3 von 5 Skulls. Wir werden auf jeden Fall ihn bekommen. Dafür sorge ich. Und wir sehen uns im nächsten One Piece Story Cruise wieder. Video wieder. Ja, haut rein, Freunde, und ciao, ciao.